Ich werde ja auch immer mal zum Thema Bitcoin gefragt und ich möchte dazu was sagen, aber nicht, wie es funktioniert oder was die Aussichten sind. Das könnt ihr genug auf YouTube finden oder in anderen Kanälen, sondern mir geht es um was anderes. Denn hier kann man ganz gut feststellen, dass es zwei angeborene Eigenschaften der Menschen gibt, nämlich Gier und Angst. Trotzdem muss ich ein bisschen weiter ausholen, damit es verständlich wird. Und zwar glaube ich persönlich daran, dass langfristig gesehen immer der Preis zum Wert von einem Produkt oder einer Anlage passt. Das bekannteste Beispiel ist wohl die sogenannte Tulpenhysterie im 16. Jahrhundert. Da war es kurzzeitig so, dass der Preis deutlich höher ging, als der eigentliche Wert wirklich wert war. Und das haben dann viele Leute eben auch bitter bereut. Auch ein gutes Beispiel ist der DAX. Im DAX ist es ja so, der DAX bildet ja die 30 größten Werte in Deutschland ab und sollte eigentlich deren Wert widerspiegeln. Manchmal ist es aber darüber, dann ist der Markt überhitzt, und manchmal ist es darunter, dann ist der Markt unterhitzt. Keine Ahnung, ist auch völlig wurscht, ihr wisst, was ich meine. Langfristig gesehen passt das aber immer. Und deswegen haben wir auch solche extremen Bewegungen, so eine hohe Volatilität in verschiedenen Produkten. Und je spekulativer es ist, desto größer ist diese. Und wenn das so überhitzt ist oder auch ganz unten ist, dann hat das immer was mit Emotionen der Menschen zu tun. Und nichts mehr mit Logik. Und das muss man wissen. Denn wenn der DAX hier oben ist und es ist sehr emotional und dann fangen schlechte Nachrichten an, dann geht es auf einmal ganz schnell nach unten und zwar auch an dieser Linie vorbei bis unten irgendwann ins Tal. Bis die Leute wieder irgendwann sagen, Moment mal, Siemens oder Daimler, das sind doch eigentlich ganz vernünftige Unternehmen, die sind doch viel mehr wert, als es im Moment der Wert widerspiegelt, also kaufe ich. Das ist auch der Grund, warum man mit bestimmten Fonds ruhig mal oder durchaus mal 10-15% Rendite in ein oder vielleicht auch in zwei aufeinanderfolgenden Jahren machen kann. Aber nie auf 20 oder 30 Jahre, sondern da ist die Rendite eben eine andere. Und zwar eine Rendite, die den tatsächlichen Wert dieser Firmen weiterspiegelt. Auch ein gutes Beispiel ist der neue Markt. Als ich groß geworden bin in der Vermögensbildung, also als ich angefangen habe, da war ja der neue Markt, das war ja der Hype schlechthin. Und da hat jeder gesagt, pass auf, vergiss mal du mit deinen konservativen Geschichten. Siemens, die ganzen alten Firmen, die werden weggefegt. Die neuen Unternehmen sind Biotechnologie, Technologie, Internetfirmen, die werden den Markt komplett aufrollen. Ganz verkehrt war das ja übrigens nicht. Also ich sag mal, wir haben ja Firmen wie Apple, Google, Facebook kam später, aber trotzdem ist das ja aus dieser Idee heraus entstanden und so weiter. Also die sind ja heute noch da, aber der Mensch vergisst gerne diese Tausenden von Firmen, die es damals auch gab, die alle platt sind. Ich möchte fast wetten, wenn du damals schon investiert hast und hast dein Depot heute noch, dass du noch einige Werte drin hast, wo 0 Euro heute steht. Der Punkt ist nicht, dass das unlogisch ist oder dass das nie laufen wird, sondern der Punkt ist, dass es dazu passen muss. Der Preis muss zum Wert passen. Und ich kenne nur eine Handvoll Menschen, die einfach ausgestiegen sind, als es richtig war. Also die gesagt haben, die sich selber ein Ziel gesetzt haben, die gesagt haben, pass auf, wenn ich mein Geld verdoppelt habe, gehe ich da raus und ich heule auch nicht, wenn es nochmal höher geht. Das sind nur die wenigsten. Die meisten Menschen haben einen Haufen Geld verloren. Übrigens, noch ein anderes gutes Beispiel ist auch der Goldpreis. Gold ist ein hervorragendes Wertsicherungsinstrument. Aber es ist eigentlich keine Geldanlage. Bitte nicht falsch verstehen, ich bin überhaupt nicht gegen Gold. Wenn mir bewusst ist, weil der Preis von Gold war ja auch schon mal hier, das hat aber nichts mit dem tatsächlichen Wert zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass Menschen Angst hatten, nämlich vor sonstigen Anlagen und haben sich in Geld geflüchtet, weil sie gedacht haben, Inflation frisst uns alle auf. Wenn mir das bewusst ist, dass mein eigentliches Handelsobjekt nicht die Ware an sich ist, sondern die Emotionen der Menschen, dann kann ich ganz anders damit umgehen. Weil am Ende des Tages kriege ich heute für eine Unze Gold genauso viel Leibbrot, wie ich es vor 100 Jahren bekommen habe und wie ich es vor 1000 Jahren bekommen habe. Also ein Wertsicherungsinstrument. Also nochmal, bevor ich jetzt zum Bitcoin komme, ich glaube fest daran, dass auf Dauer alles, dass der Preis sich an den Wert angleicht. Auf Dauer. Kurzfristig kann das anders sein. So, jetzt muss ich mich natürlich fragen, oder kann ich mich fragen, was ist denn der Wert des Bitcoin? Da wird es schon ein bisschen enger, denn letzten Endes sind das hier nur Zahlen. Computergenerierte Zahlen. Das heißt übrigens nicht, dass ich die Technologie der Blockchain nicht gut finde. Aber beim Bitcoin muss ich mich doch fragen, was ist denn mein Wert dahinter? Ich finde es weder gut noch schlecht, das ist völlig neutral. Auch manche haben mich gefragt, wo geht es denn hin, wo geht denn die Reise hin, geht es nach oben, nach unten, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass es extrem schwankungsintensiv ist, hat man gerade jetzt in der letzten Woche gemerkt, wo man an einem Tag 16%, wo es 16% Verlust gab. Das gibt es vielleicht an einem anderen Tag, da geht es ähnlich wieder hoch, darum geht es gar nicht. Es muss ein Bewusstsein, wer da investiert, dass das hochspekulativ ist und dass die eigentliche Ware die Emotionen sind, sonst nichts, weil
du verkaufst ja oder du kaufst keinen Wert, sondern du glaubst daran, dass dir morgen jemand für das, was du heute gekauft hast, mehr Geld geben wird, als du heute bereit warst auszugeben. Das ist alles. Mehr ist es nicht. Und diese verrückten Zahlen von wegen 10%, 20%, 50%, 100% in kürzester Zeit, naja, sagen wir mal, wenn ein Finanzdienstleister in seinem ersten Jahr 8 Kunden gewonnen hat, dann kann der davon nicht leben. Wenn der im zweiten Jahr 24 Kunden gewonnen hat, dann sind das 300%. Die würde ich nie schaffen, 300% Steigerung. Allerdings kann der mit 24 Kunden immer noch nicht leben. Versteht ihr? Also Zahlen, die sind ja auch relativ, das muss einem auch bewusst sein. Also meine Meinung dazu, ich weiß nicht, ob es nach oben geht, nach unten geht. Ich glaube nur, dass die meisten Leute wieder keine gute Strategie haben dafür, dass ihnen nicht bewusst ist, dass es Zocken ist, dass es spekulativ ist oder hochspekulativ ist und dass sie sich selber keinen Plan zurechtlegen, wo sie wirklich sagen, jetzt steige ich aus, jetzt ist für mich gut. Und viele glauben auch dran, ja, das hört man dann oder das kriegt man mit. Nein, das kriegt man nicht mit. Das sagt dir auch keiner, weil nämlich niemand sich traut, dir zu sagen, pass mal auf, du hast einen Haufen Gewinn gemacht, jetzt geh mal raus, weil dann steigt der Bitcoin auf einmal auf 25.000, dann vielleicht auf 40.000, vielleicht kracht er dann ab. Aber du wirst dann immer sagen, ich hätte noch gewartet. Du hast mir schlechte Empfehlungen gemacht, ich hätte noch gewartet, ich wollte noch warten. Ich wollte erst 2 Wochen später verkaufen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, der Wert des Bitcoins wird sich irgendwann, der Preis des Bitcoins, Entschuldigung, wird sich irgendwann an den tatsächlichen Wert angleichen. Und wie hoch der ist, das kann sich jeder ja von euch selber ausmalen. In diesem Sinne, frohe Weihnachten. Ich habe mich schon mal extra grün wie den Tannenbaum gekleidet. Wünsche euch alles Gute und einen guten Rutsch ins neue Jahr.